Dann machen wir das mal jetzt. So, da sind wir wieder bei GTA. Diesmal ist es der vierte Part und ja, wir machen mal weiter. Letzte Folge haben wir bei Simians den ersten Auftrag von ihm gemacht. Und ihr könnt mir eigentlich mal in die Kommentare schreiben, ob die länger werden sollen oder ob die Zeit eigentlich reicht. Ich kenne auch einen YouTuber, der hat die 10 Minuten gemacht, das Let's Play, aber irgendwie 10 Minuten ist doch ein bisschen arg kurz für dieses Spiel. Da dieses Spiel auch eine Länge von 100 Stunden haben soll, dann wäre das in der Länge, wäre das circa 500 Folgen. Ich mach, okay, nicht ganz. Es wären, keine Ahnung, es wären auf jeden Fall mehr wie 100 Stunden. Also es wären auf jeden Fall mehr wie 100. Ach, keine Ahnung. Es wären auf jeden Fall mehr wie 50 Folgen. Sind ja 600 Minuten, das wären 400 Folgen. Ja, 400 Folgen, ja. Bei 15 Minuten Folgelänge, ja. 500 Minuten Folgelänge. Jetzt mache ich kurz mein Handy aus. Nicht, damit ihr hört, welches Handy ich habe. Da, weil das darf ich ja nicht sagen. Leider nicht. Das wäre natürlich doof. So wendet man heutzutage. Ich weiß auch gar nicht, warum sehr viele YouTuber über dieses Spiel, über auch dieses Spiel haten. Zum Beispiel, wie heißt hier der Digger jetzt? Ach, keine Ahnung. Wie heißt der jetzt? Der eine Digger da, Commander Krieger. Der hatet das Spiel irgendwie, oder er hatet das nicht, keine Ahnung. Er hat auf jeden Fall ein Video hochgeladen über irgendwie GTA 5 oder so, aber das habe ich mir nicht angesehen, weil das totale Scheiß ist. Also denke ich mal, dass er da totale Scheiße drüber quatscht. Weil, naja. Es geht mir auch auf den Sack. But he will do more damage to the car than we can get back from him in the exorbitant interest rate payments, huh? Just go and get it. The house is on Hampstead, off Eclipse. It's an SUV. Some Rockford Hills daddy's boy nonsense. Don't worry about it. Try to bring the car back in good condition, huh? Gotcha, don't worry about it. It's so good to see you, my boy. Hey, good luck in law school, huh? Beim Jurastudium. Ja, genau. Als ob er ein Jurastudium macht. Ja, er macht Jurastudium. Er klaut anderen Menschen Fahrzeuge, macht Jurastudium, weil er ja weiß, dass es legal ist und so weiter und so fort. Das ist ja auch total logisch. Ich meine, das würde ich auch machen, wenn ich ein Jurastudium mache, anderen Menschen das Auto klaue. Macht doch jeder so, oder? Also jedenfalls theoretisch. Jedenfalls glaube ich das. Oder eigentlich könnten wir ja mal gucken. Ah, ne, das wollte ich jetzt eigentlich nicht machen. Wir könnten eigentlich mal gucken, wie groß die ganze Karte ist. Kann ich nicht rauszoomen? Ah, shit. Doch, kann ich. Doch. Ich kann mal gucken. Ich kann mal ganz kurz gucken, wie... Kann ich noch nicht weiter? Ach. Ah, shit. Ich dachte, ich kann jetzt mal bis ans Ende gehen und gucken, wie groß die Karte ist. Aber ich sehe ja noch nicht die ganze Karte. Deswegen kann ich ja... Ich bin jetzt leider nur hier in der Stadt. Naja. Naja, gut, fahre ich erst mit meinem... Ich weiß gar nicht, wie der Wagen hier heißt. Auf jeden Fall. Das ist ja der Mustang hier GT. Das ist der Mustang GT. Oh, shit. Der Mustang GT... Ey, was soll das? Lass mal durch. Ihr könnt alle nicht Auto fahren, ey. Was ist mit euch? Du kannst kein Auto fahren. Du kannst kein Auto fahren. Oh. Hey, did you change your mind? When I discovered that you betrayed me, perhaps. I hear you took the bike for yourself, my employee of the month. Listen, man, me and Lamar was gonna get that back to you, dog. Oh, I am sure you will get this car off the daddy's boy, and then we talk. Insurance papers say they have a locked garage, so you'll need to gain access from inside the house. Man, the
is never easy with you, is it, Simeon? Do not talk to me about easy, you thief. Alter, was ist mit dir, Mann? Alter, warum fährst du die Alte da um? Was sollte das jetzt? Hä? Was fährst du dir um? Komm mal her. Komm her, ich helf dir. Alter, hier hin. Komm her, ich helf dir. Du bist schon tot, oder? Jetzt bist du auf jeden Fall tot. Junge, du hast die Alte umgefahren. Was soll dir das denn jetzt? Jetzt kann ich deine Karre nehmen. Ja. Aber, los, komm. Hallo. Geh mal raus. Jetzt, du bist ja schon tot. Du brauchst die Karre eh nicht mehr. Fährt er einfach die Alte um? Das gibt's ja nicht. Ja, genau, guck mal. Ja, genau, das kann ich ja auch. Haha, du Lappen, guck, das kann ich auch. Hallo. Hallo, es geht nicht. Er macht es nicht. Hä? Doch, jetzt geht's. Schon voll geil gemacht, oder? Yeah! 7er BMW. Finde einen Weg ins Haus. Ich knall einfach alle ab. Alter, meine Nachbarn müssen sich ja fragen, ey. Was redet denn der für eine Scheiße? Er sagt, findet einen Weg ins Haus und sagt dann nebenbei, er knallt alle ab. Guck, dürfen wir klettern. Oh, ich darf ihn sogar abknallen, den Gärtner. Hä, was ist denn das? Der Job wurde verfuscht. Gar nicht, ich habe ihn noch nur abgeknallt. Okay, also nicht abknallen, gell? Nicht den Gärtner abknallen, weil sonst ist das nämlich doof, wenn der Gärtner verreckt. So, noch einen Weg ins Haus finden, so. Ich muss ihn ja ausschalten, darf ihn aber nicht mit der Waffe umbringen. Ja, genau. Alter, ich will den Laubbläser haben. Ach, gib mir mal den Laubbläser. Ich will den Laubbläser haben, hallo. Oh, Alter. Gärtner, du bist aber noch nicht tot, oder? Na, okay. Gucken. Warum quietschen meine Schuhe so? Ja, die Garage ist abgeschlossen. West Eclipse Boulevard. BLVD. Komm ich da rein? Hallo. Kletter mal das Ding da. Ey. Mit dir. Komm, kletter mal da hoch. Nein, eben nicht. Wie hier hoch, komm. Hier vielleicht? Wetten, die Eingangstür ist offen. That's just because you have a massive gaper, bitch. Okay, da kann man nicht drauf klettern, okay. Ja, wenn du eine bist, dann ist das ja in Ordnung. Das ist ja in Ordnung. Ey! Alter, zockt er da COD, oder was? Was ist das denn für ein Spiel? Geilem! Geile Kiste. Ich wollte gerade Lotze sagen, aber sagt Lotze. Ich wollte irgendwas mit M sagen, keine Ahnung. Und dann, ich wollte auf jeden Fall Lotze sagen, aber jetzt habe ich Lotze gesagt. Kein Plan. Oh,
Oh, die spielen Tennis, die haben Geld. Das haben wir nämlich letztes Mal von Leuten in der Xbox Live Party gehört. Jeder, der Golf spielt, hat Geld. Also wenn ihr Golf spielt, habt ihr Geld. Also auch wenn ihr Minigolf spielt, habt ihr auch Geld. Müsst ihr euch. Ja klar, jetzt geht's ja auf, natürlich. Ist klar. Obwohl, das Spiel ist gut, ich mag das Spiel. Das riecht geil, hä? Mach mal auf hier die Tür. Jetzt ist es ja ein SUV, gell? Ich kann ja ein bisschen Gas geben. Alter! Oh, was macht denn ihr da? Aber nicht so viel kaputt machen. An der Karre. Nicht so viel wie bei dem Audi R8, den wir da gefahren haben. Alter! That's a 9mm semi-automatic pushed against your skull. Look around. You just keep driving where you're going. Hey, come on, man. This was a repo job. God, well, you need some motivation? Drive. Guy's behind on his fucking note. Unlikely. Considering my son just got the car. And looking at the way you're going about this, my guess, take me where you were going. You're working a credit fraud. A credit fraud? Be serious, dude. I just worked the fucking repo. I appreciate a kid who follows orders without taking responsibility. Yeah, maybe one day we'll have a beer, and I'll explain how the world really works. Who gives you the slip? A car dealer, dawg, by the name of Simeon Yateri. So this businessman, he look legit to you? Look, man, it's just between him and your fucking son. Don't worry. I said drive. Me and Mr. Yaterian. We'll work this out. Ja, ja. Ja, mit einer Pistole am Kopf fährt sich nicht so gut. Also würdest du bitte die Pistole wegnehmen? Nimm die scheiß Pistole weg, sonst knall ich dich ab. Nein, ich kann ihn nicht, darf ihn ja nicht abknallen. Obwohl, ich kann ihn noch nicht mal abknallen, glaube ich. Alter Junge, was ist mit dir? Warum fahren wir alle hinten rein? Oder vorne oder in die Seite? Da ist schon wieder eine Karre. Oh, ein schönes Auto. Besser. Aua, ja, geh weg. Bald kommt auch die Xbox One raus. Freut ihr euch drauf oder freut ihr euch nicht drauf? Ich freue mich drauf. Die Xbox One, ich weiß gar nicht, wann die rauskommt. Keine Ahnung. Die PS4 werde ich mir auch irgendwann mal kaufen, aber ich denke noch nicht gleich zum Anfang. Es kann sein, dass ich es gleich zum Anfang kaufe, aber ich denke nicht. Werdet ihr sehen auf meinem Kanal, wenn ihr ein Unboxing von der PS4 seht, dann wisst ihr, ich habe mir die PS4 gekauft. Bin ich denn nicht? Hey man, it's Jess up here. Okay, stop the car. Pull up. That the place? Yeah, this the place, man. Oh, drive into it. Right through the fucking window. And fast. Or I'll put 2 rounds in the back of your skull and do it myself. Man, you can't be for real. I look like a fucking joke to you. Man, fuck my life, man. Fuck. Fahr durch das Autohausfenster. Hey, I still got this gun to your head. Yeah, Randale! I always trump big for a job well done. Get out of here, kid. You motherfucker! I won't be treated like this. Ja, komm, schlag ihm Reh ins Gesicht. Alter, komm. Voll in die Fresse rein, like Klitschko. Komm, bam. 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 Hau ihm mal ein bisschen, härter ins Gesicht. Komm, ein bisschen härter. Bam. Boah, Junge. Alter. I'll tell you something. This thing's gonna need some serious body work before it's worth 5 grand a month.
financing, I have his signature. Yeah, did he agree to have some punk break into my fucking house? I thought so. That kid might be a fucking idiot, but you are a fraudulent scumbag piece of shit. Don't make me have to come back here. Well, jetzt liegt er auf dem Boden. Voll gemein. Jetzt darf ich jetzt der hier rumrennen. Ist immer noch eine Waffe. Was? Ja. Bestanden. Lol. Wie das aussieht, Alter, wenn man das wechselt. Alter, wie geil, ey. Say again? How the fuck we get fired? Man, it was partly all that bullshit you pulled. And partly the repo's old man making me crash the car into the dealership. Ha, you the crazy ass motherfucker in this partnership. You better spend them while you got them. Yeah, if you say so. Was mit der Knete? Alter! Wie geil, ey! Oh, Junge! Wie geil die Alte umgefallen ist, ey! Lol! Ich glaube, ich muss den Radiosender wechseln. Alter! Watch out, man. Alter, warum steht ihr denn da auch so? Was soll denn das? Jetzt fahren wir zu M und... Jetzt fahren wir zu M und machen dann eine Spielpause. So, nach M, da, Wegpunkt, Yippie! Alter, warum fahrt ihr denn alle auf meiner Seite? Ja, was ist mit euch? So viele Geisterfahrer, ja, das gibt es nicht. Ja, genau, einfach durch, ja, nicht so schlimm. Nicht so tragisch. Hallo. Ich müsste hier mal durch. Hallo. Hallo. Lass mich hier vorbei. Dankeschön. 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 Aua. Ich... Auf einmal stand da diese Palme. Ich konnte auch nichts machen. Auf einmal stand die. Da habt ihr doch gesehen, dass sie auf einmal da stand, oder? Ich bin da ja nicht reingefahren, die Palme ist in mich reingefahren. Was ist denn das? Ja, genau. Ja, die ganzen Autos. Hä, wo kommen die ganzen Bäume her, Mann? Alter. Ich müsste da mal rein in das Auto. Hallo? Dürfte ich bitte kurz die Auto haben? Nur ganz kurz. Das ist ja nicht schlimm, nur ganz kurz, so. Wäre voll geil, wenn man so einen Blinker hätte, oder? Okay, es wäre aber auch voll unnötig. Weil man fährt ja eh nicht so. Bam! Alter, ich kann so gut Auto fahren, das ist übertrieben. Guck mal. Hey, look, man. Look, you were like a son to me. Employee of the month. Does that mean nothing to you? Man, the dude had a gun in my head. No loyalty, no integrity. You should have taken the bullet. My business, my totally legitimate business. You are fucked, my boy. Fucked. Vollkommen legal. Auf jeden Fall. Vor allem legal. Das Legal hat mir gut gefallen.
Radio aus. Oh. Oh, Alter. Jetzt aber alle guten Dinge sind drei. Jetzt. Hä, hey, was zur Hölle? Naja. Ja. Ach so, das ist jetzt... Ja, ich will da rüber. Hallo, würdest du da jetzt mal klettern? Hallo? Okay, dann nicht. Verständlich, ich würde auch da auch nicht hochklettern wollen. Lauf, 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 lauf. So. Lauf, 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 viel lauf, viel lauf. Lauf jetzt mal ein bisschen, komm. Diesmal gehen wir nicht übers Dach rein. Gehen wir doch übers Dach rein. Gut, dann gehen wir übers Dach rein. Nee, doch nicht. Gut, dann machen wir hier eine Pause. So, ich hoffe, es hat euch gefallen und es wäre doch schön, wenn ihr